Sehr schön, Benjamin. Schön, dass wir die zusammengefunden haben heute am Freitag. Ich hatte es vorher schon kurz vorgestellt, das Thema. Es geht um eine Interviewreihe, die ich mache. Diesbezüglich startet das Interview immer mit einem sogenannten Elevator Pitch, sprich, wenn du dich mal vorstellen könntest mit den Titel, Thesen und Themen, mit denen du unterwegs bist. Ja, gerne. Also Ben Schulz ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer der Werdewelt Agentur. Ich selber bin Experte, wenn es um das ganze Thema Troubleshooting und Sparringspartner geht, für das Thema Personality Branding. Also alles, wenn es um Personenmarketing geht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatz unserer Zeit, sich als Person sichtbar und klar darzustellen. Und das sind meine Themen als Begleiter und als Marketing-Experte. Wie kommt man dazu? Liest man morgens mal irgendeine Gala oder andere Zeitung und sagt sich, ja, ich habe jetzt ein Thema für mich gefunden. Gab es da eine Initialzündung bei dir in der Historie, um in diese, ich nenne es jetzt mal Nische hineinzustoßen? Ja, die gab es wirklich, weil ich klassisch von Haus aus eigentlich so aus der klassischen Werbeagentur komme. Ich war Art Director einer kleinen Agentur. Wir haben viel für kleine und mittelständische Unternehmen gearbeitet. Die Initialzündung war, nachdem ich meine zweijährige Coaching-Ausbildung beendet habe, sind Coaches und Trainer auf mich zugegangen und gesagt: Mensch, Ben, du weißt, was wir tun. Könntest du unser Marketing machen? Und das war die Geburtsstunde, mit diesem Klientel zu arbeiten. Und ja, bis heute ist es so, dass ich einmal meine gesamte Zielgruppe und Umsatz rumgedreht habe. Und ich arbeite heute eigentlich nur noch für dieses Klientel, die als Personen sich verkaufen müssen und ja, gar nicht mehr für die Industrie eigentlich. Heißt es, dass dort auch im Gesamten so eine Art Wandel stattgefunden hat? Man packt nicht mehr die Dienstleistung oder die Produkte nach vorne, sondern eigentlich mehr der Mensch, eigentlich die Bindung, die eh zum Kunden, ja, zum Partner hin passiert? Also eigentlich ist das nichts Neues. Ich glaube, was hier einfach wieder rausgekommen ist, dass man festgestellt hat, es gibt bestimmte Berufe und Sparten. Da geht es eigentlich primär gar nicht um das, was der anbietet oder was der für eine Dienstleistung hat, sondern es geht vielmehr darum, dass ich im ersten Schritt ein Vertrauen zu einem Menschen aufbauen muss. Und wenn ich dem vertraue, dann bin ich auch eigentlich bereit, in seine Leistung und seine Dienstleistung zu investieren. Also es ist so dieser Klassiker von, ich will ein Auto kaufen und klar, Marke kann schon wichtig sein, aber wenn es um das Autohaus geht, ist es, glaube ich, elementar, dass der Verkäufer, mit dem ich zu tun habe, mir als Mensch so sympathisch ist, dass ich sage, hier super, ich wäre auch bereit, weiterzufahren, um in ein Autohaus zu fahren, um dieses Auto zu kaufen, weil der Typ einfach gut ist. Und dann merken wir auf einmal, es hat mit dem Thema Personality zu tun und eigentlich mit der Dienstleistung sekundär. Das heißt, du bist dann jetzt viel, aktuell ist es ja auch schon wieder gewesen, die GSA, dann mit den Top-Speakern, sag ich mal, mit unterwegs und berät sie. Wie muss ich mir so einen Ablauf von so einer Beratung vorstellen? Musst du wirklich nebenher mit denen zusammengehen, erforschen, was für Ziele die haben? Wie sind so da die Ansätze? Also die Ansätze sind, wir arbeiten ganz viel an dem Thema Identität, weil wir festgestellt haben, dass wenn es um die Frage geht, wofür schlägt mein Herz eigentlich wirklich? Also wo ist wirklich PS unter der Haube, was Emotionen angeht? Wo sehe ich mich in den nächsten Jahren? Also was sind auch meine Visionen, die ich habe? Und all diese Aspekte haben elementar mit dieser Begleitung zu tun. Also ich glaube, dass wir aus unserer Branche Marketing viel zu schnell im Doing sind. Das hat zur Folge, dass ich sehr strategisch anfange zu arbeiten mit den Leuten und wir uns so Themen nähern wie, was ist überhaupt mein Wertesystem? Was motiviert mich morgens? Wofür bin ich da? Wofür stehe ich? Was sind die Dinge, die ich bewirken will bei anderen? Was werde ich mal hinterlassen haben? In welchem Auftrag, in welchen Rollen bin ich unterwegs? Was ist meine Art? Auch zu agieren, zu kommunizieren, um das wieder zu transferieren, dann in Aktivitäten, wenn es um Marketingmaßnahmen geht. Und so muss man sich das vorstellen. Das sind zwei große Bereiche. Das ist einmal strategisch, das ist wie ein Sparring, wie ein Coaching, um diese Ergebnisse als Basis zu verwenden, wenn es darum geht, eine Person wirklich zu verkaufen, und wenn es in die Umsetzung geht.
Das heißt, eigentlich ist man da ja schon fast auf psychologischen Wege, weil eigentlich bohrst du ja tief in den Menschen hinein, um zu sagen, wo ist die Stelle, wo er für brennt. Und manchmal weiß man es ja als Berater oder als Mensch, als Dienstleister ja auch noch nicht so genau, wo der Zug hingehen soll, weil man meist ja nicht unbedingt Tante Emma, aber doch ein großes Portfolio an Paketen selbst mit anpreist. Das ist richtig. Also es geht bei den, ich sag mal, bei 98% der Leute, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen oder die sagen, ich brauche jemanden, geht es eigentlich nur um zwei große Begriffe. Der eine Begriff ist Klarheit. Also ich bin mir entweder unklar in dem, was ich sagen will oder was ich vielleicht machen will oder ich habe sehr viel, aber ich weiß nicht, wie ich es auf den Weg bringe. Also eine Klarheit zu kriegen. Und der nächste Aspekt ist, hat ganz viel was mit Ordnung und Sortierung zu tun. Ich habe immer so einen Satz, mit dem ich arbeite. Ich sage immer, wir kreieren aus Chaos Kosmos. Und das bedeutet, es kann jemand sein, der viele Satelliten mitbringt, mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Die Frage ist, stehen die in einer Ordnung und einer Sortierung, in einem System zueinander? Und wie lässt sich das Ganze daraus ein ordentliches Businesskonzept bauen, dass da jemand Geld mitverdienen kann? Das ist eine elementare Frage. Ich denke mal, da gibt es ja auch dann relativ, in Anführungsstrichen, einfache Ansätze, wie wir es ja vorhin schon hatten, Thema Elevator Pitch. Viele schaffen es ja beim Start noch nicht mal für sich klar zu fokussieren, wofür sind sie da, wofür stehen sie und wie kriege ich es jemand anders, der mich nicht kennt, so in der Kürze transportiert, dass er in mich so gesehen einen Nutzen erkennt. Das stimmt. Ich würde, glaube ich, das Wort Nutzen hier rausnehmen. Ich würde sagen, dass jemand erkennt, welche Bedürfnisse und welche Leidensdruckthemen der in der Lage ist, bei mir zu lindern. Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Geschichte, dass man nicht mehr in Nutzenargumentation denkt, sondern dass man hergeht und sagt, Mensch, ich bin als, ich sag das mal, als Trainer, als Coach, als Consult, als Speaker, bin ich ein sogenannter Bedürfnisstiller. Ich bin kein Dienstleister. Und die Frage ist, kenne ich die Bedürfnisse meiner Kunden? Und wie hole ich auch in einem Elevator-Pitch oder in einem Vorstellungsgespräch, wie kann ich das anpitchen, dass jemand sagt, ich glaube, A, der weiß, wovon er redet, B, so geht's mir und der ist mir auch sympathisch, dem würde ich vertrauen. Du hast dann ja eigentlich den idealsten Einstieg gehabt, ich sag mal, unabhängig von der Coach-Ausbildung, dann in dieses positive Becken geworfen zu werden, wo schon Kundschaft wartet, aber hieß doch bestimmt auch für dich, neue Wege zu gehen, sprich auch mal die große Bühne zu betreten, sich dort zu präsentieren, weil ich denke mal, das geht ja einher, sprich aus der Coach-Tätigkeit oder die Beratertätigkeit, dann auch als Speaker auf den großen Bühnen mit unterwegs zu sein. Also das kam bei mir auch zufällig zustande. Also das war gar nicht geplant, weil ich doch eher mehr, ich sag mal so, der Rückhalt oder der Sparringspartner für die meisten Leute bin. Das kam einfach. Also dass angefragt worden ist, Mensch, können Sie ein Halbtagsseminar machen oder sind Sie in der Lage, 30 Minuten Impulsvortrag zu machen oder wir haben einen Kongress, können Sie was zum Thema Leidenschaft oder Identität machen? Das sind Dinge, die so in den letzten Jahren mehr und mehr dazugekommen sind, die einfach heute für mich dazugehören. Ich sehe mich aber nach wie vor nicht als Speaker. Ich bin jemand, der ganz stark in den Rollen einfach des Troubleshooters und des Sparringspartners unterwegs ist. Und wie gesagt, wenn mich einer fragt und sagt, Mensch, kannst du einen Vortrag machen dazu, dann mache ich das natürlich gerne. Jetzt haben wir ja beide schon ein paar viel Erfahrungen hinter uns gebracht, sprich einige Jahre in unterschiedlichen Branchen. Inwieweit hat das Thema des Internets, der sozialen Medien, deinen Weg dort mitgeprägt und wie weit beeinflusst das heute auch den Weg deiner Hauptkundschaft, deiner Zielgruppe? Also das Thema neue Medien ist natürlich, oder das Thema Social Media vor allen Dingen, ist natürlich in den letzten Jahren brachial reingestoßen. Das ist dazugekommen. Es hat, ich sag das mal, auch Userverhalten stark verändert, auch gerade was das Thema Internet angeht. Es spielt eine große Relevanz. Das ist so. Also ich glaube, sich davor zu sperren, schwierig. Gerade wenn ich so auch nach vorne gucke, so die nächsten Jahre. Schon alleine deswegen, weil dieses ganze Thema natürlich auch unser Leben so sehr auch, der eine nennt das positiv oder negativ, auch beeinträchtigt, weil ich habe es jetzt gerade hier liegen, wenn ich allein schon nur an das Thema Smartphones denke, wie das Thema Social Media dort schon integriert ist. Also
zu jeder Zeit in der Lage zu sein, zu kommunizieren und in Dialog zu treten, ist ein absolut spannendes und relevantes Thema auch für die Zukunft. Das ist das eine. Und das andere ist, was ich dazu sagen muss, ist, es geht aber auch darum, dieses Instrument strategisch richtig einzusetzen. Und die größte Herausforderung sehe ich eigentlich darin, zum einen eine Aufklärung zu schaffen, wann benutze ich zum Beispiel als Trainer, Coach oder Speaker dieses Instrument richtig. Mhm. Und dass mir auch so Sachen klar sind, wie dass Social Media im Regelfall gerade für dieses Klientel keine Akquiseplattform ist, sondern vielmehr stärker ein Instrument, um Beziehung zu halten, Networking zu machen, Kundenbindung zu fördern und. Also das viel stärker in diesem Bereich einzusetzen. Ich denke mal, wenn ich überlege, 95 hatte ich mein erstes Handy, da waren schon die meisten am Schauen. Heute, wenn man aus dem Haus geht, ohne, fühlt man sich ja schon fast nackt, wird uns dann ja mit diesen Kommunikationswegen, weil was anderes sind sie ja letzten Endes ja auch nicht, vielleicht in ein paar Jahren ja auch nicht anders blühen. Dass wir dann sagen, wenn ich morgens nicht über Facebook oder WhatsApp oder wie auch immer mit meinem Freundeskreis gesocialt habe, kommuniziert habe, fehlt einem dann irgendwann mal was. Ja, es kann sein. Es kann auch sein, dass, ich sag das mal, wenn ich so 5 bis 10 Jahre weiterdenke, ich weiß gar nicht, ob es dann überhaupt noch WhatsApp und Facebook in dieser Form, wie es momentan da ist, überhaupt noch gibt. Mhm. Oder ob sich auch das Thema Social Media, das ganze Thema Kommunikation, Dialog über diese Dinge sich auch anders oder weiterentwickelt. Also das haben wir ja schon gemerkt, wenn man mal so guckt, so vergleicht so die letzten 3 Jahre in der Thematik, was da heute schon komplett anders ist als wie vor 3 Jahren. Und wenn sich das in dem Tempo weiterentwickelt, ich glaube, dann werden wir Kommunikation in 5 Jahren auf eine Art und Weise machen über diese Kanäle, die wir uns momentan, glaube ich, überhaupt gar nicht vorstellen können. Also auf der einen Seite ist das spannend, auf der anderen Seite aber auch sehr erschreckend. Also das muss man schon ganz klar sagen. Jetzt haben wir ja verschiedene Herausforderungen angesprochen, als auch deinen Werdegang in der Werdewelt. Was gab's in deiner Historie für Punkte, wo du sagst, da hatte ich einen riesigen Lerneffekt, von Fehler möchte ich gar nicht erst sprechen, eigene, die du machst, wo du sagst, ja, boah, da kann ich nur jedem vorwarnen, das ist mir passiert, da stehe ich auch offen zu, den du so hinten raus nochmal so als Tipp mitgeben könntest. Also Lerneffekt, da muss ich jetzt sehr persönlich werden. Einer meiner größten Lerneffekte, den ich hatte, war, als ich vor vielen Jahren vor der Tatsache stand, dass ich einen insolventen Laden vor der Tür habe mit 12 Mitarbeitern. Mhm. Das war eine Situation, die mich so dermaßen auch unter Druck gesetzt hat zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich glaube, ich habe kaum so viel gelernt wie in diesen Jahren, wo ich, Entschuldigung den Ausdruck, aber wirklich durch die Scheiße gehen musste. Mhm. Das war eine Situation, die hat mich sehr geprägt. Das war sicherlich ein Setting. Ein anderes Setting, das ist so ein zweites Ding, was ich erlebe, hat mit mir, also auch mit auch privat ganz stark zu tun, mit dem Thema Scheitern. Wenn ich mir überlege... Jetzt höre ich gerade nichts mehr. Irgendwas ist jetzt mit der Leitung. Genau. Bist du noch da? Das war schon so ein Punkt, der mich massiv geprägt hat. Wenn du so nett wärst, könntest du das nochmal wiederholen, weil ich hatte jetzt gerade keinen Ton mehr gehabt. Okay. Der Punkt war, der zweite Punkt ist eine sehr persönliche Geschichte gewesen, das war das Thema Scheitern. Mhm, ja. Geht um Scheitern, wo mir damals meine Ehe um die Ohren geflogen ist und die Rollen, ich als Vater, die Rollen, ich als Unternehmer, ich neu definieren musste und es ans Eingemachte meiner eigenen Identität ging. Und ich glaube, es ist kein Wunder, dass das Thema Identität mein Thema ist, weil es ist ein Stück weit mein Lebensthema. Und da merke ich, das waren so die Dinge, die mich sehr geprägt haben, sehr weitergebracht haben. Und der Tipp ist, und das hört sich vielleicht nach einem scheiß Coaching-Spruch an, aber wenn ich durch eine Krise gehe, wenn ich durch ein Tal gehe, ist, wir wollen alle da nicht rein, keine Frage. Und die Krise, Satz, bah, könnte ich brechen. Aber der Punkt ist, wir lernen am meisten und haben die meiste Lebenserfahrung, ziehen wir aus diesen Settings.
Und ich glaube, das ist für einen Coach und einen Begleiter und für einen Berater ein Elixier. Das braucht er. Er braucht Lebenserfahrung, um andere begleiten zu können und ein Gefühl dafür zu haben, wie sind unterschiedliche Settings, um Lebenserfahrung mit in dieses Setting zu bringen. Und das ist für mich elementar. Fantastisch. Wenn jetzt jemand noch im Nachgang mehr über dich erfahren möchte, wo findet er dich im Netz? Auf Facebook, auf YouTube, wo bist du überall unterwegs? Und gibt es vielleicht sogar auch noch irgendwas an öffentlichen Veranstaltungen, wo man dich sehen kann? Also was, wo ich bin, ist, ich werde auf der Zukunft Personal sein, jetzt im Oktober. Wir werden dort einen großen Stand haben von der Werdewelt, weil da schlagen wir immer auf. Da sind wir 3 Tage vertreten. Ansonsten im Internet, ich bin bei Xing, ich bin bei Facebook, bei Twitter, die www.werdewelt.info kann man sich sicherlich angucken, habe 2 Bücher geschrieben, also ich tauche schon auf den unterschiedlichen Kanälen an, also wenn man mich mal googelt, dann wird man mich schon finden. Also hast du den richtigen Berater gehabt. Genau. Ja, sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Interview, wünsche dir auf deinen Wegen in erster Linie Gesundheit. Allen anderen, wie du ja schon erzählt hattest, können wir daran arbeiten und dann weiter mit diesen positiven Gedanken und deren Erfahrungen weiter nach vorne. Super, ich danke dir. Super. Frohes Schaffen noch und schönes Wochenende. Danke, ciao.